So, moin moin und willkommen zurück. Wir machen weiter bei Uncharted und befinden uns auf Madagaskar und auf dem Weg zu diesem Vulkan. Jo, auf geht's. Wer hat diese Steinbalken gemacht? Muss ein Wegweiser sein. Halten wir die Augen offen. Okay, ich habe den gerade umgefahren, den Wegweiser. Vielleicht hätte ich mal... wir fahren trotzdem hinterher. Ich sehe da vorne Ruinen. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Ja, oh, ja, und gleich schießen erstmal. Und Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade zu Nathan gesagt. Erschrecken, wie viel jetzt über das Internet läuft. Du kannst doch heiße Ware jetzt bestimmt auf verschiedenste Weise loswerden. Nicht viel zu sehen hier. Aber ich rede lieber persönlich mit den Kunden. Lass dich kennen. Und weiter geht's. Gut. Und? Hier war nichts zu finden. Hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null. Er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo sind die nächsten Geländewagen? Warte, Sadi. Heißt das, du hast tatsächlich Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Da geht's nicht weiter. Machen wir hier längs. Wir müssen da diese kacke Brücke da fahren wahrscheinlich, oder? Sieht so aus, zumindest. Wie kommen wir da hoch? Da hinten geht's hoch, oder? Wir müssen zu dieser Brücke hoch. Naja, bin ich ja, aber wie kommen wir da hoch, du Affe? Ist hier noch ein anderer Weg hoch? Ja. Der Weg geht dann über nicht hoch. Gut. Wir sind noch weiter zurück. Oder? Na doch, da hätten wir vielleicht sonst. Hier geht's nicht längs. Wir müssen den Hügel rauf. Dann können wir die Brücke erreichen. Ja, aber welchen Hügel, du Affe? Hä? Welchen Hügel denn hier? Ja, so viel zu dem Steinhaufen. Eigentlich heißt es Steinbarke. Ja, aber ich mag das Wort nicht. Es klingt seltsam. Steinbarke. Nein, gefällt mir einfach nicht. Ah, hier geht's hoch, okay. Sieht vielversprechend aus. Na klar. Komm schon, Baby. Los, 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 los. Oh, alter Schwede. Okay. Geschafft. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer ist es ja immer. Schon gut. Alles gut. Wo kommen wir da hoch? Auf nach oben. Ach, so kommen wir nicht vorwärts. Die Räder finden keinen Halt. Wo ist hier irgendwas? So benutzen können. Nathan, die Felsen! Ich sehe es, ich sehe es. Oh, fast oben, fast oben. Machen Sie uns hier nicht fest. Gas geben. Und los geht's. Ja. Rutschparty! Über die Felsen. Jetzt müssen wir jetzt hier runter, oder was? Man kommt niemals hoch, oder? Felsen. Nein, gegenlenken! Alter! Mein Gott! Hey, dann
langsam habe ich den Dreh raus. Na bitte. Ja, nicht schlecht. Oh, Harry, mein Rückgrat. Ich kann nicht wegfahren, das sah so aus. Da sind hier echt Leute hochgefahren. Ah, Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen. Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Da steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Okay. Oh, sorry. Hast du mich jetzt verletzt? Mein Partner verletzt. Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Okay, haltet euch fest. Oh, Alter, muss man hier auch... Also, wer überhaupt hier längs fahren kann, der Jeep, ist ja auch... Das Ding, oder? Shit. Ups. Nein! Na gut. Normal machen. Oh. Okay, wo müssen wir hin? Da runter oder geht's noch irgendwo hoch? Hey, mach langsam, Junge. Ja. Tatsächlich sind hier echt Autos längs gefahren, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Echt ein Auto, also hier Nathan, du glaubst, Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Oh, ich balle auch immer gleich los, ne? Dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Ah, guck mal. Seth, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Doch da. Ah, guck mal hier. Kleines Schätzlein. Ein singender Vogel. Hm. Naja. Gut, aber hier können wir nicht mehr finden am Turm, ne? Oder ist hier noch irgendwas? Ich glaube tatsächlich nicht. Ja. Höher klettern können wir auch nicht. Nö, ich glaube, das war es tatsächlich hier. Das war es. Kennt ihr das, wenn ihr vom PC sitzt und ab und zu meint ihr, ihr müsst den Kopf legen nach links, um mehr zu sehen? Totaler Quatsch, ne? Aber ich mach's trotzdem. Müssen wir da hochfahren oder was? Ich weiß nicht. Also okay, ich glaube, irgendwie mein Bruder ist da noch, also haben wir noch nicht alles entdeckt. Was fehlt denn noch hier? Hab ich da oben irgendwas übersehen? Ich guck mal kurz mal das Symbol nochmal an. Kurz doch. Kurz mal. Was hab ich denn hier übersehen? Höher kann ich hier auch nicht. Ne?
Aber er kommt ja nicht mit da dafür. Vielleicht müssen wir auch erstmal die Seilbinde hier oben ran machen. Pass mal auf, wir machen das im Wagen. Yeah! Ich habe große Pläne für diese Winde. Komm ich so nicht hoch? Hier hoch, ne? Wie weit die Winde reicht. Mit dem Wagen auch dich daran? Weiß ich noch nicht. Nein! Warte, einmal rum. Und festmachen. So, das sollte reichen. Super! Hat Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sully? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Ja, lustig. Komm schon. Ich hätte über den Stein hier fahren können, aber das hätte er auch schaffen können, oder? Genieß den Anblick, Gentleman. Das wow. Sieht schon cool aus, ne? Spektakulär. Hat schon Stellt was. Euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Okay, hier ist aber der falsche Weg. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schafften sie nur... Steinhauch, mal, das ist der richtige Weg. ...mit der Hilfe der Sterne. Hey, wie soll einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja, dauert trotzdem. Meine Schuld! Meine Schuld? Das ist auch so geil, irgendwie, der Typ, ne? Oh Mann. Guck mal diese Höhle da mal an. Bleib da! Weit, mein Heil! Kein Witz, wieso stehen hier Kisten rum, ne? Wir haben einen Schatz gefunden, aber ist doch witzig, dass hier eine Kiste rumsteht, oder nicht? Also ich habe jetzt nur so spontan hier reingegangen, ich habe es nicht mehr so gedacht, was hier was ist, aber schon lustig. Ihr habt doch nicht über mich geredet, während ich weg war, oder? Wow! Ach, jetzt seht euch das. Oh Scheiße, stopp, stopp! Oh nein, sind die schon da? Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Gut. Das müssen wir wohl irgendwo abstellen, oder nicht? Geht man jetzt einfach hin und greift die an, das macht nichts. Okay. Ja, wir schleichen uns durch und dann machen wir die alle platt. Da ist auch einer. Die müssen wir erst ausschalten. Ich glaube, das ist so ein Sniper.
oben ist auch ein Sniper. Warte mal kurz hier. Warum habe ich keine Waffe mit Schalldämpfer eigentlich? Ist ein bisschen frech. Großkalibrige Waffe. Oh, wir haben auch eine Sniperwaffe. Sollen wir die lieber nehmen? Das ist eine gute Idee. Können wir die alle wegballern hier. Aber ich könnte noch ein paar auch so wegholen. Ohne, dass ich jetzt großartig Lärm mache hier. Das ist auch so ein Sprungding, ne? Man könnte den da oben jetzt erstmal wegholen, aber ich weiß, wie viele unten jetzt noch rumlaufen. Ich sehe das gerade gar nicht. Vielleicht schwinge ich gleich mal rüber, wenn die beiden in die andere Richtung gucken. Warte mal, versuchen wir gleich mal. Dass der irgendwie hochklettern kann oder so. Die müssen natürlich mit dem Rücken zu mir sein. Weg. Ja, wo sind wir wohl hin? Ich finde sie schon. Wo steckst du, Arschloch? Noch eine Etage höher. Von oben kann ich am besten schießen, glaube ich. Oder? Dein hoch. Ja, ich pass schon auf. So schnell werden die nicht hier hochkommen, oder? Das war aber auch dumm. Also, scheiß Granatenwerfer da. Ja.
komm schon. Okay, ich krieg ein bisschen Leben gerade. Komm schon. Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Oh, klapp, klapp. Alter, wie viele Granaten schießen immer zu mir hier? Nervt langsam. Balken ist ganz gut. Zwei Schuss noch. Oh! Okay, wir müssen in der Wand bleiben. Probieren wir Munition erstmal. Die ist definitiv nicht hier. Alles runter. War's, oder? Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann! Ja, und nicht mal reingucken, aber ich hole erstmal hier ein bisschen Munition. Ah, okay, vielleicht erstmal Granaten. Wechseln wir zur AK und dann gucken wir mal hier drin, was wir gerade aufgesprengt haben. Vielleicht finden wir ja was Cooles. Naja, mach ich was auch mal. Noch ein Siegel. Adam Baldridge regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast, viele Bücher. Er steht da ganz lässig. Okay, lass mal zum Wagen gehen. Na komm. Die wir alle ausgemerzt haben hier, kann der Wagen ja nicht besser werden für uns, oder? So. Die Brücke müssen wir bestimmt. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt nicht zu wünschen übrig. Ich hab eine Idee. Wie kommen wir jetzt hier raus? Einer weg, einer übrig. Los.
Kann ich echt nicht durchs Seil gehen, ja? Ist ja logisch, ne? Und los geht's. Da ist auch noch was. Dann können wir da hochfahren vielleicht. Und wieder die Winde, Sally. Echt praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Vorsicht! Sally, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Er, der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Rape. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Na gut. Wow! Hey, Sam, wenn ich mal fragen darf. Wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ja, hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist. Guck mal. Ich muss kurz hier stehen und gehen wir zum Gebäude. Verdammt! So hoch kann ich nicht springen. Ich könnte wahrscheinlich den Wagen ranholen, ne? Mal kurz. Ja, ich muss den Wagen holen. Okay, hol den Wagen kurz mal. Ich finde ja wirklich was drin. Also so ein Schatz findet man natürlich viel da drin. Aber wir es trotzdem mal, oder? Vielleicht mit dem Auto. Nur ein Vorschlag. Nein. Darauf bleibt. Wieder ein kleiner Schatz. Mehr aber auch nicht. Oh, aber. Was für eine geile Büchse. Die nehmen wir mit, die kleine Büchse hier. Oder? Ha, so ein Zwei-Schuss-Ding, ey. Wie geil ist das denn? War noch nicht schlecht. Jetzt sind die erstmal in die Hand, aber trotzdem sieht die ziemlich lässig aus. Muss man einfach mal sagen. Was wolltest du sagen? Oh, klar. Ah, weißt du, mit Lesen. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche genommen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen privaten. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außer den Büchern, Liegestütz. Rauchen. Mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Ableitung bekommen. Den Wachmann nie wieder gesehen. Ja, okay. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege? Ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Fräulein hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar. Was ist denn hier? Oh, ich spring mal kurz raus. Bis dann. Bis dann vor allen Dingen. Erstmal ein Schatz hier. Ja. Hier nicht längs. Hier sind wir, glaube ich, nicht längs. Sally, was wolltest du sagen? Ja, also, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst?
Ja, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand auch ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnittbomben gekauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Kasar war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Feuer. Das könnte er bei der kleinsten Gelegenheit explodieren. Na dann hat er sich nicht groß verändert, was? Ich nahm mein Geld und dann die Beine in die Hand. Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Also, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, brrr, es lässt mich durchdrehen. Den lieb. Schaut euch das an, Leute. Was ist das? Ich will jetzt mal nachgucken, was es ist. Cool. Okay. Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Hey, seh, da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur... Finden wir ihn einfach. Oh ja. Okay. Muss ich auch nochmal reden. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen Heidenspaß dabei. Ich auch. Hm. Okay, wir passieren nicht. Mal weiterfahren. Das wären Zementsäcke, die da liegen, aber ich glaube, das waren nur Beine. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Dann weiter. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Brücke runterlassen. Das kommen wir nicht weiter. Die mittelalterlich. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Komm, die Zugbrücke mal runter. Hey, Ned, und sieh dir das an! Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Achso, ich dachte, ja, komm, da bestimmt hier irgendwas. Ah, okay, okay. Aber was kann man hier finden, worauf man stehen könnte? Was kann man da... Oh, warte mal, erstmal können wir da ein Loch reinballern. Da wird bestimmt was drin sein. Obwohl, es ist nur ein Notausgang. Sozusagen. Ja, hier ist nichts. Noch mal oben gucken. Und was hier ist? Noch ein Symbol. Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Kommt er irgendwie hoch? Hey, Junge. Halt. Ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht die ist noch besser als die andere. Hey, sei vorsichtig, Junge. Okay.
Hat hey Leute, was von da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Okay, bin oben. Pass auf! Bingo. Sam, Speziallieferung. Wow. Alter, er hat auch immer Glück und ist ein Trottel ein bisschen, ne? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Ja. Gut, dann bis gleich. Dann schiebe ich gleich mal diese riesen Truhe hier. Boah, das ist ein bisschen schwer zu steuern gerade. Wie? Also da. Okay. Zugbrücke machen wir. Mach durch, Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Halt, halt. Schorlein, Leute. Shit, ey. Ich dachte, ich könnte da noch schnell ankommen. Mietwagen, muss ihrer sein. Ausschwärmen, ich will sie haben. Du bist tot. Wow. Wow. So ein Affe. Ja.
Das war's. Hey Nate, weg hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Ja, aber wir müssen mal rüber. Ich muss die Kurve ja noch machen. Ab. Mal runter mit der Brücke. So, los geht's. Du musst ja möglichst halt die Kurbel jetzt normal runterzukommen, ohne dass welche kommen und stören. Hey, achso. So, jetzt mach es aber schneller, Mann. Nochmal. Achso, die warten nicht im Auto, ich muss den fahren. Die hätten mir jedenfalls mal entgegenkommen können, die Affen. Hm. Da hoch, ne? Das Ding hier, Airbags. Turm auf einem Vulkan. Rettungsschirme. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Ich glaube auch. Halt. Was soll ich denn längs? Ich dachte, das wäre ein kleiner Weg da, aber ist er gar nicht. Sind da längs, wa? Oh nein, nein, nein. Okay, das ist egal. Mach da hoch. Da ist so ein Wegweiser. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Wenn wir hoch haben müssen, dann müssen wir natürlich aussteigen. Ich sehe mich mal um. Nein, aussteigen, du blöder Hannes. Komm, komm mit. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber wir testen es mal. Wie bist du, alter Saar, eigentlich genau? Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gang dieser Weiser. Das wären 400 Millionen. Ja, aber bei Nathan hättest ihm sagen sollen, es wären 200.000. Man sagt seinen Partner nie wieder. War nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Leute, wir werden ihn finden, diesen Ehren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt das denke ich auch. Wir sind soweit. Dann mal los. Fahr uns jetzt hier nicht fest. Ich hab dir. Halt dich fest, Junge! Ich hab dich! Na los! Komm, komm! Alter! Bist du okay? Ging mir schon besser! Bring uns hier raus, Junge! Ich hoffe, wir kommen hoch! Okay, jetzt hat die Seilwinde sich wirklich bezahlt gemacht. Ja, das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreib dir. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hätte doch echt ins Auge gehen können, oder? Okay, haltet euch gut fest. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Da hinten hin? Die Tür? Ne, das kann man nicht. Wir uns mal zu Fuß weiter auf den Weg machen, weil ansonsten kommen wir da ja nicht wirklich weiter. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Ach, der wird doch nicht hier sein. Denkst du denn? Wäre viel zu einfach. Oder? Also muss ich schon ganz auf den Turm rauf. Wieder Assassin's Creed mäßig. Hier können wir nicht rein.
Hier vielleicht? Sam, hilfst du mir mal? Ja. So. Nee, war beim dritten Mal. Na gut. Was haben wir denn hier? Das Regal kann auch weg. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Helf mir, Herr Sam. Verdammt! Zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Was finden wir hier, wo wir das aufmauern können? Ja, Sprengstoff. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Okay. Achtung! Weg, oder? Sag doch Achtung! Hat er gesagt. Hab ich auch gehört. So. Okay. Schalter, ein Drehknopf. Beeilung, ihr zwei! Sam, warte! Ja, kann auch eine Falle sein, alles, mein Gott. Der rennt einfach auch los, der wird geldgierig gerade. Ja. Sam, du lernst es nie. Ganz schön aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Ich muss echt mal ein bisschen warten, da der Affen. Jetzt mal ein bisschen Dynamit mitgenommen. Ach ne, da kann man durchklettern. Na los. Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Nee. Komme! Ich auch nicht. Oh, da hängt auf jeden Fall die Kreuze. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also, hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs. Wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört nicht? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. Scheiße. In Deckung! Runter! Hinterhalt! Hier oben. Du kannst nicht gewinnen. Geh außen herum. Halt dich ein Schild. Hardcore uns.
Geh aus, Mann! Auf jeden Fall die Schrotflinte jetzt. Verdammt nochmal! Oh, haben unsere Ziele gefunden! Nein! Hey, ich hab sie! Gar nichts. Ich möchte gern. Oh fuck, Alter. Das ist nur, weil ich nicht nachladen konnte, ne? Ärgerlich. Jetzt haben wir sie! Alter! Ist das dein Ernst? Stopp doch mal! Oh, fuck. Wir sind aber noch da oben ist ein Wichser. Oh, das darf ich sagen, da oben ist ein Bösewicht. Hab sie! Oh, das ist zu nah. Ich wollte gerade noch tauchen. Also, tauchen. Ja. Runter. Okay. Jetzt haben wir sie. Mal machen. Schaff doch mal. Hardcore. Oh Mann. Das war's, ne? Ja. Alter, ja, ein bisschen. Oh, die machen das alle. Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, alles gut. Sam. Ja, hier drüben. Achso, wir müssen wieder rüber, ne? So. Was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Was haben die? Was ist das? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Ach, Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Okay, ich nehme diesen Turm
Du und Sully, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Okay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Ja. Sichtbar und doch verborgen. Kapitel 11. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Gut. Bis hier noch nicht weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.